Intergalactic Planetary Planetary Intergalactic Intergalactic Moin! Ja, heute mal mit der Videoantwort für den guten Stefan. Wie ging das noch? 1, 2, 3. Wie ging es weiter? Ich kann mir Gesichter einfach nicht merken. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Genau, so war's. Der Stefan hat gesagt, wir sollen mal unsere Favorisierten fixed in die Kamera halten. Muss ich sagen, habe ich gar nicht so richtig. Also ich habe ein paar, aber die sind es eigentlich nicht wert irgendwie. Oder was heißt nicht wert? Aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie da Empfehlungen aussprechen könnte und sagen könnte, das halte ich jetzt in die Kamera. Aber wenig ist natürlich nicht gar nichts. Das eine oder andere habe ich ja doch. Und zwar habe ich zum Beispiel hier dieses wunderbare Linda Brotzeitmesser. Das ist toll. Da habe ich schon die ein oder andere Stulle mit geschmiert und auch durchteilt. Oder Knifte, sagen ja auch manche. Knifte. Ja. Aber die Knifte sagen, bei denen sind Brötchen auch Schrippen. Und ein Hähnchen ist ein Broiler. Egal. Schon mehrfach nachgeschliffen. Der Griff ist aus Schwiegermutter Backenzahn. Nee, ist wohl Horn. Ne? Die Hornhaut, die ich an meinen großen Zehen habe, die wäre auch bald ausreichend, um damit so einen Griff zu machen. Griff aus Hornhaut. Hört sich nicht so ästhetisch an. Lassen wir bleiben. Ja, geiles Messer, mega scharf. Habe ich was zum Schneiden? Warte. Gucken wir mal. Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass es scharf ist. Ja. Scharf. Ich finde immer richtig gut, merkt man das, wenn man die Kurven reinschneiden kann. Dann sieht man immer, dass es richtig schön scharf ist. Ja. An der Seite damit. Nächste Ding ist hier dieses, ich weiß gar nicht, ob es ganz rauf geht, dick Küchenmesser, schön verarbeitet, gute Qualität, sehr robust, habe ich schon ganz, ganz lange, habe ich auch schon ganz oft nachgeschliffen, sieht man hier, dass ich das hier mit meiner Lamelle nachgeschliffen habe. Ja, das ist jetzt nicht mehr. Aber könnte ich bei eBay noch mit als Originalanschliff verkaufen, oder? Fällt gar nicht auf. Hier auch. Wunderbar. Wie von Meisterhand. Jägermeister. Ja, Firma Dick, bekannt für Küchenmesser, auch Fleischereibedarf sind die am Start. Haben ihren Sitz oder ihre Produktion meines Wissens nach irgendwie Stuttgart, Esslingen, da oben die Ecke. Weiß jetzt nicht ganz genau, aber da in der deine Ecke auf jeden Fall. Ja. Ist natürlich, wenn man so ein Ding in der Hand hat, kommt man sich schon stark vor, ne? Irgendwas absolut Maskulines mit so einem riesigen Messer zu schneiden, ist auch komplett männlich irgendwie, fühlt man sich dann, finde ich. Gucken, ob ich hier noch irgendwas habe auf meinem Schreibtisch. Man kaputt schneiden kann für Amerika. Ja, hier. Kommt so ein bisschen auch immer das Animalische durch. Riesigen Ding. Lange Rede, kurzer Sinn. Das sind so
die bei mir am häufigsten gebrauchten feststehenden Messer. Weil das nur zwei sind, zeige ich auch gleich noch, was ich habe, um die scharf zu halten. Habe ich aber noch nicht ausgepackt. Habe ich mal geschenkt bekommen vor einiger Zeit. Für herausragende Leistung. Oder vielleicht auch einfach nur, damit ich die Klappe halte. Weiß ich nicht. Ein Stahl zum Abziehen. Auch von der Firma. Dick. Spiegelt ein bisschen, sieht man jetzt hier schlecht. Da. Ja, wie gesagt, Griff und hier der Ring sind, das Pilz, sind vergoldet. Andersrum, Trottel. Hat für mich allerdings einen größeren emotionalen Wert als der Gold wert wahrscheinlich ist, obwohl die Dinger ja sowieso schon teuer sind, diese Abziehstähle. Aber der hier war, glaube ich, noch ein bisschen teurer. Ja, das ist mein Abziehstahl der Firma Dick. Ja, siehst du hier? Ich noch drauf. Wo die herkommen. Esslinger Straße, immerhin lag ich ja nicht ganz so falsch. Also man könnte sagen, ich habe einen vergoldeten Dick. Das möchte ich an dieser Stelle mal so stehen lassen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Adios. It might seem crazy.